Bruder, der sich in Finanzen und islamische Wissenschaft der Finanzen und des Geldes auskennt. Heute ist er mein Gast. Ich stelle ihm einige spannende Fragen bezüglich Geld und Islam. Und möchte vom Bruder wissen, wo er bleibt. Unser Bruder Michael Grasner. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Ich warte auf unseren Bruder Michael Grasner, unseren Islamic Finance Experten, um mit ihm dann darüber zu reden. Ich frage es nur, wo er ist. Noch hat er 6 Minuten. ولا كريم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات ثم إنكم أيها الضالون المكذبون السلام عليكم السلام عليكم بودا ميشائيل إن شاء الله geht es dir gut إن شاء الله bist du gesund فشاربون عليه بودا ميشائيل lassen wir 2 Minuten Koran laufen und dann fangen wir sofort an damit unsere Sitzung gedeckt wird mit den Worten Allahs fangen wir an Bismillah 2 Minuten stelle ich dir dann meine Frage. ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين صدق الله وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته liebe Geschwister mein Bruder und unser Experte Michael Saleh Grasner sehr bekannt in der Szene wenn es um die Islamic Finance geht also nicht nur im deutschsprachigen Raum die Geschwister im englischsprachigen Raum kennen ihn er kennt sich hervorragend aus wenn es um diese Themen geht ich wünsche dir alles Gute mein Bruder und sage vom tiefen Herzen Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bruder Michael, fangen wir gleich an. Ich habe immer in meinem Programm die Gewohnheit, dass ich meinen Gästen 3 Bilder zeige. Und ich will von unseren Akademikern, von unseren Muslimen, die eine gewisse Bildung haben. Was machen Bilder mit uns? Was machen Symbole mit uns? Was machen bestimmte Persönlichkeiten mit uns? Was geht uns durch den Kopf, wenn wir ein Bild von einer Persönlichkeit sehen? Weil wir Muslime unterschätzen oft die Kraft der Bilder, die Macht der Bilder, was das mit uns machen kann, die Bedeutung, die hinter den Dingen steht. Deswegen das erste Bild, was ich dir zeige und was du darüber denkst, wenn du dieses Bild siehst. Ja, das gute alte Monopoly-Spiel, nicht?
Was keiner heute mehr weiß, wir haben es ja alle gern gespielt, als wir klein waren, zumindest in Deutschland. Ja. Und was aber keiner wusste, die ist die Entstehungsgeschichte. Das war ein antikapitalistisches Spiel, das zeigen sollte, wie schlecht der Kapitalismus ist. Völlig vergessen worden. Spielen es alle und finden den Kapitalismus toll. Ist also komplett schiefgegangen, das Spiel. Bruder Michael, kannst du uns sagen, woran erkennen wir in Monopoly? Wir haben es alle gespielt und ich will es aus deinem Mund hören. Aus deinem Mund ist das noch viel schöner. Du kannst es so gut erklären. Wie können wir erkennen, wie schlimm Kapitalismus ist, indem wir Monopoly spielen? Erklär uns mal das. Es muss nicht sein, dass Kapitalismus oder Marktwirtschaft per se schlecht ist. Aber hier, das Beispiel war ja, am Ende kommt raus, einer hat das Geld am Ende. Die anderen haben keines mehr, wenn man zu Ende spielt. Ne? So ist es. Gewinnen kann nur Und einer. das, ja, und das ist natürlich nicht, wie wir im Islam uns die Welt vorstellen. Da wollen wir beide gewinnen, wenn wir Handel machen. Ja? Habe ich dich richtig Jeder verstanden? Verkaufvertrag ist zum gegenseitigen Gewinn. Das Beide ist die haben einen Leitlinie. Nutzen. Also Ja, Islam lebt natürlich. davon, dass beide einen Nutzen haben. Kapitalismus oder Monopoly lebt davon, dass einer Monopoly. gewinnt. Monopoly würdest Das, du gerade dieses unterscheidest dann schon. Monopoly-Spiel wollte zeigen, dass die ganze Vermögen bei einem endet. Das heißt, wenn du gewinnen willst, reichen nicht nur Straßen, du musst Hotels bauen. Und du kannst nur gewinnen, indem andere verlieren. Ja, das ist der entscheidende Punkt. Immer dann, wenn wir nur um Vermögensumverteilung sprechen, dann machen wir keinen Fortschritt als Gesellschaft, haben wir nicht mehr davon, sondern das haben nur andere. Bruder Michael, das zweite Bild.